Mitte Europas im Wandel der Zeit. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an die Geschichte der Deutschen. Für die Revolution! Für die Demokratie! Für die Republik! An den Fronten des Ersten Weltkriegs wird noch immer gestorben, als im Deutschen Kaiserreich die Revolution ausbricht. Darauf hat sie gewartet, Rosa Luxemburg, eine radikale Sozialistin. Dramatische Wochen und Monate, in denen sich entscheidet, welchen Weg Deutschland gehen wird. Sie ist die Stimme der Linken. Für die einen Vorbild, für die anderen Feindbild. Rosa Luxemburg. Was ist Mythos? Was ist Wahrheit? Im Januar 1919 tobt in den Straßen Berlins der Bürgerkrieg. Seit dem Ende der Monarchie bemüht sich eine provisorische Regierung um Ruhe und Ordnung. Nun kämpfen linke Aufständische gegen rechte Militärs. Von beiden Seiten droht der Demokratie Gefahr. Es ist der sogenannte Spartakusaufstand. Auf Geheiß der Regierung greifen Freikorps und Soldaten ein. Unter den Gefangenen ist Rosa Luxemburg. Tagelang hatten ihre Gegner nach der Spartakistenführerin gefahndet. In der Nacht des 15. Januar wird sie der Garde-Kavallerie-Schützendivision übergeben. Eine Einheit des Heeres, die im Hotel Eden ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat. Fang jetzt bloß nicht an zu flennen. Los, beweg dich! Es sind Soldaten mit reaktionärer Gesinnung, meist Frontheimkehrer. Die bekannte Revolutionärin ist ihnen schon lange verhasst. Die Bolschewistenbande wird jetzt abgerechnet. Wer ist diese Frau, die so viel Hass auf sich zieht? 20 Jahre zuvor kommt Rosa Luxemburg nach Berlin. Der Grund, die deutsche Sozialdemokratie gilt als die fortschrittlichste in ganz Europa. Hier in der Hauptstadt des Deutschen Kaiserreiches will die junge Marxistin aus Polen Karriere machen. Um politisch aktiv sein zu können, nimmt sie sogar die deutsche Staatsangehörigkeit an, mit Hilfe einer Scheinehe. Eine ungewöhnliche Frau. Sie ist Jüdin, 27 Jahre alt, mit einem Doktortitel in Nationalökonomie. Eine Berufsrevolutionärin. Die deutsche Sozialdemokratie war für die ganze westliche Welt der damaligen Zeit vorbildlich, weil sie sehr gut organisiert war, weil sie in den Wahlen von 1912 ein riesiges Wählerpotenzial bekommen hat. Und sie wollte nun ins Zentrum des Geschehens hinein und dort tätig werden. Rosa Luxemburg ist rastlos für die Partei unterwegs. Als Redakteurin, Agitatorin, Rednerin bei nationalen und internationalen Kongressen. Hier die einzige erhaltene Filmaufnahme. Bald ist sie eine gefragte und geachtete Mitstreiterin von SPD-Parteiführern wie August Bebel und Karl Kautsky. Die SPD kann und soll innerhalb des bestehenden Systems für soziale Reformen. Bei Streitfragen nimmt sie innerhalb der Partei eine radikale Position an. Doch das Ziel bleibt weiterhin die revolutionäre soziale Umwälzung. Du Gelbschnabel, man kann die Situation der Arbeiter auch innerhalb des Systems verbessern.
Ohne Revolution wird sich das System niemals verändern. Nur durch die sozialistische Revolution kann man den Kapitalismus besiegen und eine klassenlose Gesellschaft errichten. Alles andere sind kleinbürgerliche Wunschvorstellungen. Der Wortführerin des revolutionären Flügels der SPD sind ihre Genossen, die längst auch im kaiserlichen Reichstag sitzen, schon zu bürgerlich geworden. Ich sage lieber ein offener Krieg als ein fauler Friede. Ich kann nur betonen, die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat ist das Endziel unseres politischen und sozialen Kampfes. Es gab in der Sozialdemokratie zwei Fraktionen damals. Die einen waren der Meinung, dass man über Reformen, die man im Parlament erreicht, über Streiks, über andere gewaltlose Maßnahmen allmählich dieses Ziel Sozialismus erreichen kann. Rosa Luxemburg war der Meinung, dass es in der Tat nicht geht, die Gesellschaftsordnung zu ändern, ohne die Staatsmacht zu erobern. Der Punkt war, wenn sie diese Leute korrigiert hat, die zum Teil älter waren als sie, die zum Teil angesehener waren als sie, dann schossen die zurück. Und in dem Moment wurde sie dann tatsächlich auch sehr, sehr kämpferisch und sehr, sehr stachelig. Es gibt aber auch eine andere Seite der Rosa Luxemburg. Im Institut für Marxismus-Leninismus in Moskau lagern über 900 Liebesbriefe, die sie an ihren Lebensgefährten Leo Jogiches geschrieben hat. Sie zeugen von zärtlichen Gefühlen der Revolutionärin. Du, mein Gold, du weißt, wie ich ganz zu dir gehöre. Ich spüre, wie meine Seele welkt ohne dich. Jogiches ist ein Sozialist aus Litauen, den sie beim Studium in Zürich kennengelernt hat. Doch während Rosa auch von einem bürgerlichen Familienglück träumt, steht für ihn die sozialistische Revolution an erster Stelle. Bitte, Rosa, wo bleibst du denn? Ich komme ja gleich. Einen Moment noch. Sehnsüchtig schreibt sie ihm einmal: Eine eigene kleine Wohnung, ein paar Möbel und vielleicht noch ein ganz kleines Baby. Wird es niemals erlaubt sein? Mein Gold. Manchmal kommt es mir wirklich vor, als wärst du aus Holz, Liebster. Preußischer Militarismus und wilhelminisches Weltmachtstreben sind den Sozialdemokraten, allen voran Rosa Luxemburg, von Anfang an ein Dorn im Auge. Früh warnt sie im In- und Ausland vor einem kommenden Krieg der Mächte. Doch in ganz Europa wird aufgerüstet. Proteste der internationalen Arbeiterbewegung verhallen ungehört im imperialen Wettlauf der Nationen. Am 1. August 1914 verkündet Wilhelm II. Die Generalmobilmachung und erklärt Russland den Krieg. Viele Deutsche, von nationaler Hochstimmung erfasst, jubeln ihren Soldaten zu. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. Am 4. August marschieren deutsche Truppen ohne Kriegserklärung in das neutrale Belgien ein. Die SPD-Fraktion im Reichstag steht vor einer Zerreißprobe. Erst nach leidenschaftlicher Diskussion bewilligt sie einstimmig die Kriegskredite und lässt sich auf einen Burgfrieden mit der kaiserlichen Regierung ein. Für Rosa Luxemburg eine Katastrophe. Vielleicht ihr wirklich größtes Ziel war, einen künftigen Krieg zu verhindern. Und nun hat sie 1914 in der Abstimmung der SPD-Reichstagsfraktion, wo man geglaubt hat, Deutschland befähnte sich in einen Verteidigungskrieg, hat sie gesehen, dass alles, was sie in den anderthalb Jahrzehnten zuvor auf diesem Gebiet gemacht hatte, nun zusammengebrochen war, dass der ganze politische Kampf um die Friedenserhaltung nicht zum Erfolg geführt hatte. Und da brach eine Welt für sie zusammen. Und sie hat an Selbstmord gedacht. Rosa Luxemburg will gemeinsam mit Gesinnungsgenossen den Widerstand gegen die offizielle Parteilinie organisieren. Viel Zeit hat sie nicht. Am 18. Februar 1915 muss sie in Haft. Verurteilt wegen Aufforderung zu Ungehorsam. Kurz vor dem Krieg hatte sie öffentlich dazu aufgerufen, den Kriegsdienst zu verweigern. Das Gericht sieht darin Hochverrat.
Im Namen des Kaisers verurteilen das wir... Das Volk hat zu entscheiden, ob Kriege zustande kommen oder nicht. Dr. Rosa Luxemburg, zu einem Jahr Gefängnis. Ausziehen. An eine Freundin schreibt sie... Damit Sie übrigens keine übertriebene Vorstellung von meinem Heldentum bekommen, will ich reumütig bekennen, dass ich in dem Augenblick, wo ich zum zweiten Mal an jenem Tage mich aufs Hemd ausziehen und betasten lassen musste, mit knapper Not die Tränen zurückhalten konnte. Das Grauen des Ersten Weltkriegs übertrifft Rosa Luxemburgs schlimmste Befürchtungen. Anklagend schreibt sie: Geschändet, entehrt, im Blute watend, von Schmutz triefend, so steht die bürgerliche Gesellschaft da. Als reißende Bestie zeigt sie sich in ihrer wahren Gestalt. Fast die gesamte Zeit des Krieges verbringt Rosa Luxemburg im Gefängnis. Dennoch klingt aus ihren Briefen Hoffnung. Einem Freund an der Front schreibt sie: Guten Tag, Hänschen. Ich bin heute früh 2 Stunden im Gärtlein gewandert. Ein Vöglein, mit dem ich besonders befreundet bin, geht oft mit mir zusammen spazieren. Ich laufe immer entlang der Mauern. Der Vogel hüpft im Schritt mit mir daneben von Strauch zu Strauch. Ist das nicht nett? Sie ist mit sich selbst im Reinen. Auch wenn die gesamte Welt aus den Fugen geht, versuche ich nur zu begreifen, was und weshalb es passiert ist. Und habe ich meine Pflicht getan, dann bin ich ruhig und guter Dinge. Menschsein ist vor allem die Hauptsache, trotz alledem. Neben ihren Briefen sind von Rosa Luxemburg nur wenige Habseligkeiten erhalten. Mit großer Leidenschaft beschäftigt sie sich mit Pflanzen. Diese Fundstücke aus einem Archiv in Warschau zeigen die andere Seite der Rosa Luxemburg, von der man, wie sie selbst beklagt, zu ihrem Pech immer etwas Gescheites erwartet. Im Westen erstarren die Fronten bald in einem mörderischen Stellungskrieg. Rosa Luxemburg ruft auch aus dem Gefängnis heraus zum Widerstand gegen das Schlachten auf. Ihr Mitstreiter wird der Anwalt Karl Liebknecht. Er ist der erste SPD-Abgeordnete, der seine Zustimmung zu weiteren Kriegskrediten verweigert. Mit Rosa Luxemburg bringt er illegal politische Briefe in Umlauf. Sie fordern ein Ende des Burgfriedens und die sofortige Einstellung der Kriegshandlungen. Unterzeichnet werden die Briefe nach dem Führer des römischen Sklavenaufstands mit Spartacus. Der Krieg spaltet die SPD schließlich. Es bildet sich eine unabhängige sozialdemokratische Partei, die USPD. Liebknecht und Luxemburg schließen sich den Kriegsgegnern als Untergruppe an und nennen sich Spartakusbund. Im Sommer 1918 ist das deutsche Heer am Ende. Im September erklärt die Heeresleitung, eine Fortführung des Kampfes sei aussichtslos und bedrängt den Kaiser, einem parlamentarischen Regierungssystem zuzustimmen, um Friedensverhandlungen mit den Westmächten zu erleichtern. Doch kurz vor Kriegsende gibt die Leitung der Flotte auf einmal den Befehl, eine letzte große Schlacht zu schlagen, um der Ehre willen. Die kriegsmüden Matrosen meutern. Sie verlangen ein Ende des Krieges und die Abdankung des Kaisers. Wie ein Flächenbrand breitet sich die Revolution in ganz Deutschland aus. In Betrieben und Kasernen werden nach russischem Vorbild Arbeiter- und Soldatenräte gewählt. Die regierenden Fürsten danken ab. Es ist das Ende einer Epoche. Mit Ausbruch der Revolution öffnen sich auch für Rosa Luxemburg die Tore. Zuletzt war sie in Breslau eingesperrt. Ihr erster Weg führt sie zum Marktplatz. Proletarier, Männer und
genossen. Das alte Europa kracht zusammen und mit ihm die alte bürgerliche Welt. Aus dem Schutt und den Steinen kann nichts anderes hervorgehen als eine neue, eine friedliche, eine sozialistische Gesellschaft. Aber dafür, Genossen, müssen wir kämpfen. Rosa Luxemburg ist in ganz Deutschland bekannt. Und für manche eine Art Märtyrerin, weil sie für ihren Kampf gegen den Krieg Jahre im Gefängnis verbracht hat. Doch für ihre Gegner war dieser Krieg den Deutschen aufgezwungen worden. Sie sehen in der Sozialistin eine Verräterin. In Deutschland hat die Revolution Einzug gehalten. Die Abschaffung der Herrschaft des Kapitals und die Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Das und nichts Geringeres ist das geschichtliche Thema der gegenwärtigen Revolution. Politische Ziele, die in die aufgeladene Stimmung zu passen scheinen. Doch wie viele Deutsche wollen wirklich eine sozialistische Revolution? Von der schlesischen Metropole Breslau reist Rosa Luxemburg umgehend nach Berlin. Am 9. November hat die Revolution die Reichshauptstadt erreicht. In den frühen Morgenstunden streiken die Arbeiter fast aller Großbetriebe und ziehen durch die Stadt. Fordern Frieden, Freiheit und Brot. Soldaten schließen sich an. Auf dem Brandenburger Tor wird die rote Fahne gehisst. Der Kaiser dankt auf Druck seiner Regierung ab. Die Alliierten sehen in ihm den eigentlichen Kriegstreiber. Von seinem Abgang erhoffen sich die Deutschen mildere Friedensbedingungen. Wilhelm II. Verbringt den Rest seines Lebens in Holland im Exil. Es ist das Ende der Monarchie in Deutschland. Noch ist völlig unklar, welches politische System die Deutschen in Zukunft haben werden. Ein freiheitlich-parlamentarisches oder ein sozialistisches. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Am Mittag des 9. November ruft der SPD-Politiker Philipp Scheidemann am Reichstag die Republik aus. Etwa zwei Stunden später verkündet der Spartakistenführer Karl Liebknecht vor dem Berliner Schloss ebenfalls die Republik. Doch meint er eine sozialistische. Welche der beiden Staatsformen gilt nun? Das war sozusagen die symbolische Tat, die den 9. November so berühmt gemacht hat. Was nun werden sollte, war vergleichsweise offen. Wir haben es einerseits mit einem Wendepunkt in der deutschen Geschichte zu tun, andererseits aber mit einer hochspannenden, weil offenen Situation, in der es enorme Handlungsspielräume gab. Die Sozialdemokraten unter Führung von Friedrich Ebert versuchen, sich an die Spitze der Revolution zu setzen. In Berlin bildet sich eine provisorische Regierung, der Rat der Volksbeauftragten. Ihr gehören sowohl Vertreter der gemäßigten SPD wie der linken USPD an. Einen Reichskanzler gibt es nicht mehr. Aber im Grunde liegt die Führung bei Ebert. Er will den Übergang in eine neue Zeit einleiten. 1918-19 konnte es nach Auffassung Friedrich Eberts und der Mehrheit Sozialdemokraten nur darum gehen, mehr Demokratie zu wagen. Nämlich das Frauenwahlrecht einzuführen, das Wahlrecht auf Landes- und Kommunalebene zu demokratisieren, das preußische Dreiklassenwahlrecht abzuschaffen und überall parlamentarisch verantwortliche Regierungen einzusetzen. Und dann sollte eine Nationalversammlung über das weitere Schicksal Deutschlands entscheiden. Gegen diese Regierung kämpfen die Anhänger der Spartakusgruppe mit ihrer Zeitung Die Rote Fahne. Für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hat die lang ersehnte Revolution in Deutschland begonnen. Sie wollen sie vorantreiben, jetzt oder nie. Ist der Leitartikel fertig, Rosa? Gut.
Auf der Tagesordnung der Weltgeschichte steht die Verwirklichung des sozialistischen Endziels. Die Revolution wird durch unseren Kampf und durch die Qual und die Not letztendlich den Sieg erringen. Sie muss, Karl, sie muss. Das ist gut, Rosa. Das ist wirklich gut. Was, so eine kleine Kruke? Und so eine großen Gedanken. Herr Liebknecht! Ist es so, Herr Dr. Liebknecht? Unser Transparent hier? Schreibt noch dazu, auf zum Massenprotest morgen im Treptower Park. Die Leute müssen doch wissen, wo die Demonstration stattfindet. Wird gemacht, Herr Liebknecht. Die Spartakus-Leute versuchen mit Kundgebungen und Zeitungsartikeln die Arbeiter auf ihre Seite zu ziehen. Sie wissen, jetzt werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Rosa, wir haben nicht genug Papier. Mehr als 4 Seiten können wir heute nicht drucken. Das habe ich befürchtet. Hier, mein Junge. Sieh mal, sobald die Zeitung aus dem Druck kommt, verteilst du sie auf der Straße, ja? Mhm. Lies das schon mal. Die Revolution hat begonnen! Die Revolution hat begonnen! Als Seele und Stimme des Spartakusbundes übernimmt Rosa Luxemburg die Redaktion. Mehr Rechte für die Arbeiter und Bauern! Die Parolen sollen zünden. Gelingt es, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen? Wie es Luxemburg und Liebknecht wollen. Aufstehen, was Beine hat! Hier! Rosa Luxemburgs Arbeitspensum ist gewaltig. Sie bleibt meist bis Mitternacht in der Redaktion, vergisst zu essen, muss aus Angst vor Attentaten ständig ihr Quartier wechseln. Sie ist 47 Jahre alt. Das Gefängnis hat an ihren Kräften gezehrt. Was aber erwartet sie von den Deutschen? Sind sie zum Umsturz bereit? Rosa Luxemburg hat bis zu ihrem Tod an die Spontaneität und auch an die gestaltende Kraft der Massen, der proletarischen Massen geglaubt. Sie hatte die Vorstellung, wenn die Massen in Bewegung geraten und die bestehenden politischen Verhältnisse sprengen, dann entsteht etwas Neues, Gutes, und dann gibt es so etwas wie eine Selbstregierung der Massen, und das ist die wahre Demokratie. Sie waren eben der Meinung, Revolution jetzt, ohne dass sie dafür eine Basis hatten. Friedrich Ebert ist kein Revolutionär. Einen Rätestaat nach russischem Vorbild möchte er unbedingt verhindern. Sein Ziel ist eine bürgerliche Demokratie. Nun fürchtet er den Bürgerkrieg, falls er die radikale Linke nicht stoppen kann. Es geht um die politische Macht in Deutschland. Um die zu sichern, stützt Ebert sich nun auf die alten Eliten. Als die oberste Heeresleitung Unterstützung anbietet, nimmt er dankbar an. Dafür lässt er den Militärs Befehlsgewalt. Im Kampf gegen den Bolschewismus ist man sich einig. Den SPD-Führer leiten drängende Fragen. Der Krieg ist verloren. Das Millionenheer, das sich außerhalb Deutschlands befindet, muss in die Heimat zurückgeführt werden. Die Versorgung der Bevölkerung muss gesichert, Chaos und Elend vermieden werden. Doch die Stimmung auf den Straßen wird immer aggressiver. Am 6. Dezember 1918 zieht ein Demonstrationszug der Linken in Berlin die Wut von Soldaten auf sich. Ihrer Meinung nach haben die Sozialisten, die schon gegen den Krieg protestiert hatten, die Moral der Truppe zersetzt. Sie machen sie für die militärische Niederlage verantwortlich. Zur gleichen Zeit überfallen andere Soldaten die Redaktion der Roten Fahne, suchen nach Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Die sind zu ihrem Glück nicht vor Ort. Im Krieg hatten die Militärs das Sagen. Nach der Niederlage sind sie enttäuscht. Viele entwurzelt, die meisten republikfeindlich. Für sie steht der Gegner eindeutig links. Wir lassen uns nicht aufhalten! Die Demonstranten in der Chausseestraße bekommen es zu spüren. Vorwärts, weiter! Ja.
Soldaten der Berliner Gardefüsiliere schießen ohne Warnung in die Menge. Und Feuer frei! Bilanz, 14 Tote, mehrere Verletzte. Die Verrohung auf den Schlachtfeldern, sie wendet sich nun auch nach innen. Das Begräbnis der Opfer gerät zum Protest. Rosa Luxemburg fordert von der SPD-Linken, aus der provisorischen Regierung auszutreten, die sie für die Übergriffe mitverantwortlich macht. Doch wie steht sie selbst zur Gewalt? Sie war keine Pazifistin, sie war auch nicht durch und durch gewaltlos. Sie dachte die Dinge bis zum bitteren Ende durch und war bereit, das in Kauf zu nehmen. Das war nicht Selbstzweck. Es gibt in der Leninschen Revolution einige Blutsäufer, die sozusagen morden um des Mordens willen, die Quoten erfüllen. Das ist sie natürlich überhaupt nicht. Für sie war die gewalttätige Durchsetzung das, was ein Arzt an einem kranken Körper, ein Chirurg an einem kranken Körper vollzieht, aber sie war dazu bereit. Eine solche Revolution kennt die Welt bereits. 1917 haben die Bolschewisten unter Lenin in Russland gewaltsam die Führung übernommen und eine sozialistische Sowjetrepublik gebildet. Die kommunistische Partei beanspruchte alle Macht für sich und ließ keinen Widerspruch zu. Auf Lenins Geheiß wurde im Juli 1918 die Zarenfamilie ermordet. In der Folge unterdrückte er jegliche Opposition, auch die russische Sozialdemokratie, mit Hilfe von Terror. Berichte von Willkür und Elend wecken in Deutschland Ängste. Was will der Spartakusbund? Rosa Luxemburg hatte die Revolution in Russland zunächst freudig begrüßt. Doch mit Lenin setzt sie sich kritisch auseinander. Aus der Schrift zur russischen Revolution stammt ihr wohl berühmtester Satz. Freiheit nur für die Anhänger einer Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Was meinte sie damit? Dieses berühmte Zitat, das zu ihren Lebzeiten nicht veröffentlicht worden ist, ist kein Bekenntnis zur westlichen Freiheitsidee. Sie dachte nicht an Freiheit für die bürgerlichen Demokraten oder die rechten Sozialdemokraten. Es war ein sozialistischer Pluralismus, den sie sich vorstellte. Freiheit für die Anhänger der Revolution, aber eben mehr als Freiheit nur für eine Partei oder für deren selbsternannte Avantgarde. Doch auch wenn Rosa Luxemburg keine Parteiendiktatur in Deutschland möchte, ihre Tragik ist, dass sie sich über den Willen und die Bereitschaft der Massen täuscht. Nach 4 Jahren Krieg wollen die meisten nicht mehr kämpfen, wollen Frieden, Arbeit, Essen. Die rote Fahne! Nationalversammlung oder Räteregierung! Am 16. Dezember werden die Weichen gestellt. Gemäßigte Sozialdemokraten und radikale Sozialisten versammeln sich in Berlin zu einem Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte, um über die Staatsform zu entscheiden. Ruhe bitte! Soldaten! Arbeiter der Deutschen Volksrepublik! Eure historische Aufgabe ist es jetzt, den neuen Rechtsstaat zu errichten. Alle Macht den revolutionären Arbeiterräten und den Soldatenräten! Wir wollen keine Revolution sehen! Wir werden in Zukunft keine Gewaltherrschaft mehr dulden! Weder von rechts, noch von links. Die Mehrheit der Delegierten unterstützt Eberts Forderung nach freien Wahlen.
Vor dem Kongressgebäude hat Liebknecht eine Massendemonstration organisiert. Er wettert gegen eine frei gewählte Nationalversammlung, sieht in ihr ein Instrument des Kapitalismus, fordert alle Macht den Räten. Danke. Die Demokratie ist der... Weg mit dem Ebertschen Rat der Volksbeauftragten! Ihr seid doch die schlimmsten Feinde der Revolution! Die Demokratie ist der Fels, auf den allein die Arbeiterklasse das Haus der deutschen Zukunft bauen kann. Wir brauchen Freiheit und Demokratie für eine glückliche Zukunft. Es sollen freie Wahlen stattfinden und möglichst bald. Meine Herren, wir schreiten zur Abstimmung. Wer von Ihnen ist dafür, am 19. Januar Wahlen zur Nationalversammlung abzuhalten? Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen. Wer für eine Verfassungsgegenwart... Der Kongress entscheidet sich mit klarer Mehrheit, 400 zu 50 Stimmen, für Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung. Ein wichtiger Schritt zur parlamentarischen Demokratie. Für die kleine Splittergruppe Spartakus, der Rosa Luxemburg angehört hat, war das natürlich eine große Niederlage. Das lief nicht auf den politischen Schienen, die sie haben wollten. Und wenn sie dann 10 Tage später darauf reagiert haben, mit der Gründung der KPD, so hat das natürlich an den Machtverhältnissen überhaupt nichts geändert, sondern hat nur gezeigt, dass es eben eine wesentlich radikalere Gruppe gibt, die was ganz anderes möchte als das, was der Reichsrätekongress entschieden hatte. Um sich von den Sozialdemokraten abzugrenzen, gründen die radikalen Linken unter Führung von Luxemburg und Liebknecht Ende Dezember 1918 eine eigene Partei, die Kommunistische Partei Deutschlands. Der Name folgt dem sowjetischen Vorbild. Das Parteiprogramm verfasst Rosa Luxemburg. Doch die Zeit für einen Umsturz ist für sie noch nicht gekommen. Doch am 5. Januar 1919 gerät eine Massendemonstration in Berlin außer Kontrolle. Radikale Demonstranten besetzen die wichtigsten Zeitungsredaktionen der Hauptstadt und errichten Straßensperren. Spontan unterstützt nun auch die KPD die Aktion und ruft zum Sturz der Regierung auf. Das ist die Übersicht über die Truppen, die wir in und um Berlin haben. Die regierenden Sozialdemokraten fürchten einen Bürgerkrieg. Die Situation gerät zunehmend außer Kontrolle. Was sollen wir jetzt tun? Welch ein bolschewistisches Chaos! Da hilft nur Schießen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Wir müssen die Ordnung mit Waffengewalt wiederherstellen. Aber wir brauchen eine Truppe, auf die wir uns verlassen können. Können Sie das übernehmen, Noske? Nur meinetwegen. Gustav Noske ist in der Regierung für Heer und Marine zuständig. Er gilt als starker Mann der SPD. Vor den Toren der Stadt zieht er sogenannte Freikorps zusammen, unter ihnen viele Frontsoldaten. Sie sollen die Regierung in Berlin schützen, wenn nötig mit Gewalt. Einer muss der Bluthund werden. Ich scheue diese Verantwortung nicht. Also seien Sie unbesorgt. Die von Noske geschickten Soldaten gehen mit äußerster Härte gegen die Aufständischen vor. Sie stürmen die besetzten Gebäude mit Maschinengewehren und Artillerie. Los jetzt! Los, los, los! Fickt an! Schneller! Das Haus der SPD-Zeitung Vorwärts, das die Demonstranten besetzt hatten, wird zurückerobert. Wenige Tage später ist dieser Januaraufstand niedergeschlagen. Das Militär erschießt über 100 Aufständische. Es ist der blutige Auftakt zu einem Bürgerkrieg, der vielerorts in Deutschland immer wieder aufflackert. So viele Tote, Karl. So viele Tote. Die Zeit war eben noch nicht reif zum Sieg. Es war zu früh, schon den Kampf um die Macht zu wagen. Die Soldaten und Arbeiter sind noch nicht so weit.
Nein, Rosa. Wir haben die Gunst der Stunde genutzt, um die Revolution voranzutreiben. Und das werden wir auch weiter tun. Jedenfalls, solange wir noch leben und solange wir noch kämpfen können. Rosa, Karl, wir müssen los. Ihr seid hier nicht mehr sicher. Die Sorge ist begründet. Seit Wochen laufen Hetzkampagnen gegen die beiden prominenten Revolutionäre. Eine Gruppe radikaler Rechter, die sich Antibolschewistische Liga nennt, fordert in Flugblättern ihren Tod. Die tun so, als ob wir Terror und Blut wollten. Dabei geht von denen die Gewalt aus. Das ist die pure Verleumdung. Nichts als Panikmache. Wir müssen dem Volk erklären, dass die Revolution kein Blutvergießen braucht. Unser Ziel ist die Freiheit. Wir wollen keine Lynchjustiz oder heimtückischen Mord. Ihr müsst von der Straße runter. Los, steigt ein! In ihrem letzten Artikel schreibt Rosa Luxemburg: Ordnung herrscht in Berlin. Ihr stumpfen Schergen. Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein. Die rote Fahne! Die Revolution ist nicht geschlagen! Die rote Fahne! Doch die Revolution ist gescheitert. Was bedeutet das für Deutschland? Es war ein Aufstand zur Verhinderung der Wahlen zur Nationalversammlung. Was die Bolschewiki in Russland im Januar 1918 gemacht hatten, nämlich die Konstituante auseinanderzujagen, nachdem sie eben gewählt worden war, das wollte man in Deutschland auf andere Weise erreichen, nämlich durch die Verhinderung der Wahl der Nationalversammlung. Insofern war dieser Januarputsch ein Anschlag auf die werdende Demokratie. Dieser Aufstand musste niedergeworfen werden, wenn auch nicht so und nicht mit den Mitteln, mit denen er da niedergeworfen worden ist. Überall beginnt die Jagd auf Kommunisten. In ganz Berlin suchen Freikorps nach Anführern des Aufstandes. Ja, Liebknecht ist schon hier. Nein, Widerstand. Am 15. Januar 1919 werden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gefangen genommen. Herr Hauptmann, Rosa Luxemburg ist jetzt unten. Ah ja, schön. Dann führt sie herauf. Die beiden werden an Hauptmann Waldemar Pabst ausgeliefert. Ein Konterrevolutionär, der sich später gerne als Faschist bezeichnet. Obwohl republikfeindlich, stehen diese reaktionären Militärs im Dienste der provisorischen Regierung. Auf solche Truppen glaubt sich die Sozialdemokratie stützen zu müssen. Eine Bürde für die erste deutsche Republik. Ob die Regierung das, was nun geschieht, billigend in Kauf nimmt, ist bis heute umstritten. Meine Kommunistenfreunde, jetzt haben wir dich, pass nur auf! Jetzt zeigen wir es dir! Mit der Bolschewistenbande wird jetzt abgerechnet. Rosa, ich... Abführen! Jetzt beweg dich schon! Komm schon, Röschen, weiter! Wir haben jetzt auch die Hure Luxemburg! Soll warten! Pabst beschließt, Rosa Luxemburg und Liebknecht zu beseitigen. Unklar ist, ob er sich dabei von seinem Divisionskommandeur oder gar von Gustav Noske Rückendeckung geholt hat. Er selbst sagt später, ich habe sie richten lassen. Karl Liebknecht, so heißt es offiziell, werde in das Gefängnis Moabit überführt. Dort kommt er nie an. Weg. Im Berliner Tiergarten wird der Gefangene, so heißt es, auf der Flucht erschossen.
Wahrscheinlich weiß Rosa Luxemburg, was ihr bevorsteht. Augenzeugen berichten, sie habe ruhig in ihrem Buch geblättert. Goethes Faust. Sie wissen, ich werde doch mal auf meinem Posten sterben. In einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. So schrieb sie einmal an eine Freundin. Haben Sie verstanden? Jawohl. Und ich kann mich auf Sie verlassen. Jawohl, Herr Hauptmann. Gut. Eine Frau, die keine Gewalt wollte, doch Gewalt hervorrief. Eine Revolutionärin, die an den Sozialismus glaubte, aber an der Wirklichkeit scheiterte. Eine Kämpferin, die überraschend zart sein konnte. Das und nichts Geringeres ist das geschichtliche Thema der gegenwärtigen. Eine Rednerin, die Menschen zu begeistern wusste. Eine Frau, die für ihre Ideale ihr Leben riskierte und am Ende verlor. Sie sind also das Fräulein Luxemburg, ja? Entscheiden Sie doch selber. Hauptmann Pabst wird später an die Presse melden, Rosa Luxemburg sei auf dem Weg ins Gefängnis von einer aufgebrachten Menge gelyncht worden. In Wahrheit handeln die Soldaten auf seinen Befehl. Monate später wird Rosa Luxemburgs Leiche im Landwehrkanal gefunden und unter großer Anteilnahme in Berlin-Friedrichsfelde neben Karl Liebknecht beigesetzt. Die Mörder werden niemals ernsthaft zur Verantwortung gezogen.